Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, wir haben den 3. Mai 1863, die Schlacht geht weiter. Wir sammeln uns hier bei der Salemkirche. Unsere Streitkräfte in Fredericksburg wurden von Sedgwicks Korps überrannt. Sie haben erkannt, dass unsere Befestigungen unterbesetzt waren und haben unsere Verteidigung gestürmt. Wir müssen sie sofort abfangen, bevor sie unsere Armee flankieren, die in Changel, oh Gott, ich hasse diese Stadt, kämpft. Wir können für diesen Kampf nur bis zu 10 Brigaden verzichten. Viel Glück, General. Ja, da ja das 1. und 2. Korps gerade 14.000 Mann verloren hat, insgesamt, sind die natürlich komplett geschwächt. Das 3. Korps müsste halt noch frisch sein, aber da haben wir halt nur Einheiten bis 1,5, also 1.500. Und die brauchen auch mal Erfahrung. So, starten wir mal. Sedgwicks Korps nähert sich mit einer starken Division über den Orange Turnpike. Wir haben so viele Brigaden wie möglich entsandt, um einen Vorstoß aufzuhalten. Müssen die Kirche aber sichern. Wir müssen bei der Kreuzung in der Nähe Salemkirche aufhalten. Der Hügelkamm dort kann uns einen Vorteil bei der Verteidigung erschaffen. Echt? Das sehe ich eigentlich nicht so. General, wenn Sedgwick uns zurückschlägt, kann unsere Streitkräfte in Changel, ach, ich hasse diese Stadt, flankieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Na gut. Und er hat uns, glaube ich, schon das Beste rausgesucht, was das 3. Korps zu bieten hat. Oh doch, wir haben da eine Einheit mit 1,8. Mensch. 2000 ist ja Normalstärke bei mir. Können wir mal gucken, aber was sind Plänkler-Einheiten? Oh, die haben wir mal eine 2000er Einheit. Hier nicht offen. Nehme ich mal Stathic und guck mal, da versteckt sich noch eine 2000er. Auch wieder Nahkampf. Hoffman raus. Zack. E.T. Schützen 1,8. Geht Cock raus. Und immer B.T. Das ist also irgendwie durcheinander gemacht. Da sind wahrscheinlich alle aus der ersten Division. Ich glaube, das hat mal ein schlauer YouTuber in den Kommentaren auch reingeschrieben. Das sind Kanonen. 365. Ich weiß nicht, sieht man bloß nicht, was für Kanonen der hat. Ne? Der hat 15. Der hat 11. Dann geht der mal raus. Vierte Division. 15. Dann mal rein, ne? So. Geht nochmal die Kanonen durch. Der hat nur 209. Haben wir hier 272, kann auch draußen bleiben, 11 Kanonen, 12, ja, sind halt, die haben halt noch nicht so viel, ne, weil den Kanonen mache ich immer so, wenn die halt nicht die Befehlshaber zu wenig Erfahrung haben, dann baller ich da nicht einfach mehr Kanonen rein, da wird es ineffizient. So, und weil wir jetzt ja eh noch ein Stückchen weiter laufen müssen, packe ich eigentlich, können wir alles mal nehmen, die können, schade. Artikanonen so weit wie möglich nach vorne. Das Beste, was die dritte Korps zu bieten hat. Aber Pause machen. Eigentlich ist man lang und schmutzig. Ja. Hier hin. Lang und schmutzig. Hopp, hopp. Gucken ein bisschen vor. Ich habe keine Kavallerie. Das Einzige, was wohl vorchecken kann, ist eigentlich Law, der General. Aber ist auch nicht so schnell. Gucken wir weiter vor. Also der Punkt ist ziemlich mittig, das heißt, die Kameraden können genauso schnell dort sein, die Feinde, wie wir. Können bei einigen Einheiten mal ein bisschen laufen, damit die mal schneller da sind. Ist ja schon bald Weihnachten. Wenn die Kanonen sich auch schneller bewegen. Ne, bin ich. So, jetzt gehe ich mal langsam auf Normalgeschwindigkeit. Sind ja gleich da.
bis auf die Kanonen. Aber die können wir nochmal gezielt sagen, hier ab in die Mitte. Geht die weiter. Genau. Na, geht hier in den Wald rein, das gefällt mir. Niemanden vergessen. Munitionswagen. Auch weiter. So. Müssen wir ein bisschen weiter vor, weil den Punkt sollen wir erhalten. Schieben uns eben ein bisschen zurück. Hier, das ist eine Linie, die will ich haben. Das gefällt. Ich stehe auf Wald. Wald ist mein Freund. So. Kanonen kommen auf den Punkt, den nicht zurückweichen dürfen. Ist natürlich da oben ein bisschen schwächer. Ich hoffe aber, dass das trotzdem reichen wird. Ihr könnt mal euch ein bisschen Schritt bewegt ich mal. Ja, und die haben überhaupt keine Deckung hier. So, mal gucken. Normale Geschwindigkeit. Okay. Laufen deaktivieren wir mal bei allen hier wieder. Damit er kommt sich an. So, was hast du in Deckung? 80 kann ich mit leben. 90 ist noch besser. Das gefällt mir nicht. 94. Das gefällt mir gar nicht. Dann zurück. Komm mal ein bisschen zurück. Ich überlege, ob ich den vielleicht ein bisschen nach hinten ziehe, damit die vielleicht zentral. Mal gucken. So, die ersten Kanonen sind gleich da. Und die erste Division von denen greifen auch an. Wollen die so ein bisschen versetzt machen. Die sollen hier ruhig mal ein bisschen reinlaufen, damit die hier nämlich aufschießen können. Damit genau das passiert. Wunderbar. So. Cedrics dritte und leichte Division nähern sich. Ah, sind für mich schon schwer genug. Gleich nochmal ein Stück weiter. Jetzt wissen sie eh, dass ich da bin. Jetzt geht's los. Schieß mir die weg. Schieß mir die weg. Oh, hier ist das spannend. Dürfen wir uns hier nicht komplett flankieren, das wäre echt scheiße. Gut, das heißt, dann muss ich wahrscheinlich hier weiter hochrücken, weil sonst hier die Linie zusammenbricht. Hoffe ich einfach mal. Soll ich nicht gucken?
Okay. Informieren. Informieren. Du sollst laufen, nicht schießen. Wir brauchen dich hier unten. Leute nach, Alter. Alter, Scheiße, ey. Einmal verjagt. Alter Schwede. Das war ja knapp, ey. Das war noch nicht alles, ne? Einfach nur halten. Du sollst da nichts machen. Was hab ich da gedrückt, ey? Du sollst dich einfach hier aufstellen. Mehr nicht. Ja, die formieren sich gleich und greifen nochmal an. Definitiv. Der einzige Punkt, den wir bisher richtig gemacht haben, dass die Kanonen nah dran sind. Ich bin am Überlegen, ob ich die Kanone noch ein bisschen näher ranziehe. Machen wir, warten wir mal was hier. Oh ne, bleib mal. Okay, ist der General? Das ist noch zentral. Okay. Ich hoffe, die lassen den Punkt da oben in Ruhe. Greifen hier nochmal kleckerweise an. Nicht so alle auf einmal. Immer so ein bisschen kleckerweise, würde mir schon reichen.
mir aus kann der Feind auch erstmal eine Teepause machen. Finde ich auch gut. Gut, der läuft gleich wieder. Wunderbar. Immer so eine Einheit. Dann schießen wir sie kurz ein bisschen kaputt. Dann rennen sie wieder nach Hause. Kann ich mit leben. Er wird doch gleich angreifen. Ich glaube doch nicht, dass. Ich glaube doch nicht, dass er kleckerweise angreift. Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht. Ja, da wollten sie es wissen. Was will denn ein Supply-Wagen denn da vorne? Wollten sie mit Munition bringen oder was? Ja, noch 40 irgendwas. Sekunden, Minuten, ich weiß es nicht. Ich hoffe mal nicht Minuten. Oh. Er schiebt die Kanone nach vorne. Bitte baller drauf. Warum tut er das? Der schiebt seine Kanone nahe in meiner Infanterie? Will er mich davor... Will er sie rauslocken oder was? Hä? Ja, jetzt kommt der nächste Angriff. Definitiv. Definitiv, jetzt geht's los. Ich hoffe nur, dass wir jetzt genug Einheiten geschwächt haben, dass sie gleich oder schnell wieder einen Rückzug antreten. So wie die Jäger jetzt hier. Oh. 2000 quasi hier, 2000 da. Wir müssen allein schon, wenn sie unsere Kanonenkugeln abkriegen, gleich wieder nach Hause wollen. Da soll nichts lang formiert werden. Ja, hier sehe ich leider die Ecke nicht ein, wo die Kanone steht. Ja, hier fallen sie gut. Ich hoffe, der geht gleich wieder nach Hause. Schon, das ist gut. Aber da könnte hier der andere wieder über den Fluss kommen und schützen. Aber was gut, dann schießen wir erstmal auf die. Auch ganz gut. Die scheinen auch außer Sichtweite zu sein, außer Schussweite. Dann schießen wir da schon mal ein paar platt. Gefällt mir.
noch 14 irgendwas, 13 irgendwas. Also Minuten sind es auf jeden Fall nicht. Oh, da würden sie... Scheiße. Zieh den mal dahin. Nicht, dass sie jetzt noch mehr Einheiten sind und mich hier quasi im Laufen. Ah, der hat noch Laufen drin. Dann lauf mal. Noch ein 07 irgendwas. Aber es ist dunkel, Zeit ist 21 Uhr. Ich hoffe, wir haben damit die Nacht den Pfeiler aufgehalten und die große Schlacht endlich gewonnen. Ah, die sind ganz schön motiviert da, ganz schöne motivierte Leute. Jetzt dann nochmal kommen, aber schön erstmal eine Kanonenkugel fressen. So, hier ist noch keiner, aber hier war einer. Wir haben hier einen gesehen vorhin. Und wir beenden 870 Verluste. Kann ich mit umgehen, das ist ganz okay. Haben wir jetzt die große Schlacht gewonnen? Errungenschaft! Juhu! Eine Medaille haben wir auch gekriegt. Super. Und 13.000 Mann haben wir dazu gekriegt. Aber wie gesagt, die Verluste sind wieder derbe. So, Ruf 33, 3 Karrierepunkte. Ja, Geld, auf das kann ich langsam echt verzichten. Ich hätte lieber mehr Soldaten. Vielleicht sollte ich mal bessere Waffen kaufen, die sind dann meistens auch nicht so vollzählig. Ja. Viele Verluste, das dritte Korps hat sich auch ganz gut geschlagen. Hat die Kirche verteidigt. Mal einen nochmal auf Medizin geben. Was haben wir denn da? Höchste Stufe. Rekrutiert 20%. Okay, 20% kriegen wir wieder. Wirtschaftlichkeit ist einfach nur. Sinken die Preise für neue Waffen. Ja, das ist jetzt nicht. Ausbildung kriegen wir. Sind die Veteranen günstiger? Nachschub, mehr Munition. Ich glaube, ich gehe nochmal auf Nachschub. Gerade mit den Kanonen, das Zusammenspiel habe ich jetzt ein bisschen mehr darauf geachtet, dass halt die Kanonen nachziehen. Das ist sehr wichtig. Wurde mir auch mehrfach gesagt und ja, ich habe es jetzt wirklich mal versucht auch zu machen. So. Ja, Reserve sind ein paar wieder dabei. Waffen muss ich mal gucken. Eigentlich ist es egal, aber wir haben so viel Geld gerade. Und das Geld kann ich... ich könnte auch jetzt 13.000 Veteranen kaufen. Also ich glaube, ich habe immer noch genug Geld. Das ist nicht das Problem. Geld ist nicht das Problem. Können wir weitere Leute rekrutieren? Ja, machen wir doch. Scheiß auf diesen 40 Ruhm da. Gib mir Leute. 5.000, 18.000. Vielleicht haben wir dann doch ein paar Leute übrig, mal um das dritte Korb oder das vierte Korb weiter aufzubauen. Aber das mache ich mal alleine. Wir können ja mal kurz gucken, was so als nächstes kommt. Einfach mal kurz direkt mit den Nachrichten. Was haben wir denn so? Oh, gar nicht mal so viel. Wir haben Brandy Station, eine kleine Mission. Wo wir nochmal 3.200 dazu kriegen können, wenn wir gewinnen. Gettysburg. Ach, du Scheiße. Also ich weiß, dass da die Konföderierten, ich glaube, das war das die Schlacht, aber da haben sie mächtig auf den Deckel gekriegt. Mächtig. Und ich glaube, das wird auch eine mit der größten Schlachten in diesem Spiel werden. Kann ich mir echt gut vorstellen. Das heißt, das muss ich mal echt am Wochenende spielen. Richtig, das wird richtig fetzen. So.
Sie haben den Feind in der Schlacht von, ja, diese Scheißstadt. Die Moral der Union wurde erschüttert, -10%. Und wir können, wenn wir noch wahrscheinlich die Brandy Station eingenommen haben, irgendwie nochmal um 5%, 5-10% die Armee verkleinern. Ja, das starten wir jetzt nicht. Ich wollte nur mal gucken, was als nächstes passiert. Ah, erstmal kommt Brandy Station und dann kommt Gettysburg. Das werden mehrere Folgen werden, definitiv. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich würde mir freuen, wenn ihr mir gerne ein Like oder einen Kommentar da lasst. Am besten wäre es natürlich auch ein Abo. Darüber würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.